Der Messdienst ist eingetroffen. Hallo, Kelvin. Genau, hi. Wie man sieht, sieht man eigentlich noch gar nichts. Und das ist das Interessante daran. Also man würde jetzt vermutlich nicht sagen, dass es schwingt. Ne, da blubbert nichts, da bewegt sich nichts, da... Ja, kurz, jetzt gerade mal, aber... Ein ganz kleines bisschen. Aber im Grunde passiert da nichts. So. Re-EMF ist auch jetzt abgeklemmt, also es sind wirklich nur die Batterien dran, ne? Und Ohren, als es schwingt... An den Batterien kann man es natürlich auch messen. Ja, überall, wo er halt lang fließt. Das ist krass. Und das ist auch nicht ganz schwach, also hier. Also bis so in bis der Entfernung kriegst du es noch mit. Ja. Meine Batterien sind jetzt ungefähr noch bei 20 Volt. Ja, also ungefähr 20 Volt gehen jetzt hier noch drauf. Aber ja, wie ihr hört, das ist nicht irgendwie stinknormaler Gleichstrom, sondern... Das ist absolut gar kein Gleichstrom, so wie es klingt. Nein. Weißt du das? Ich bin noch mal dran jetzt. Warum was? Kelvin testet jetzt UKW-Bereich aus. Ja, 87 MHz. Warte, vielleicht kann man einfach mal zeigen hier. Sieht man das? Oh, der Radiosender. Ah, ja, der kommt jetzt wohl immer rein. Na ja, gut. Dann gucken wir mal. Jetzt hier mal, ne, wie weit wird es jetzt sein? Lass es mal 2-3 Meter sein. Jawohl. Und jetzt gehen wir wieder. Bist du bereit? Ja. Okay, und? Krass. Wie weit geht's? Mach jetzt mal aus. Ja, ich klemm wieder ab. Moment. Und zwar, so. Das ist heftig. Ja. Gucken wir mal. So, jetzt gehen wir mal in die anderen Räume. Okay, kannst loslegen. Ah. Bis hierhin. Das ist wieder heftig. Also, wir haben jetzt den Funken viel größer gemacht und da stört es nicht. Also zumindest nicht auf UKW. Gucken wir mal auf Kurzwelle. Aha. Ich gehe jetzt mal auf 5 MHz. Okay, ich nehme mal ab. Nee, nee, auch nicht. Stört irgendwas anderes. Aha. Mach mal ab. Hm. Aha. Okay. Ah, da sind wir. Langwelle. Auf Langwelle sind wir jetzt. Auf Langwelle, okay. Okay. Also größere Funken, längere Welle. Ja. Macht ja auch Sinn irgendwo, ne? Macht schon Sinn, aha, ja. Also das heißt, der große Funke, der reicht nicht bis rüber sozusagen. Nee. Gut, dann drehen wir mal wieder so hin, wie wir es vorhin ungefähr hatten. Ne? Auch mit der Voltzahl. Wir hatten ja vorhin nur 20 Volt dran. Ne? Wir unterstützen jetzt praktisch unseren Batteriepack mit dem Re-EMF-Ladegerät. Jetzt sind unsere Batterien so ungefähr bei 80 Volt. Und vorhin, wo wir es messen konnten, die Störung, ne, waren wir ja nur so bei 20 Volt gewesen. Hm. Okay. Aber guck mal, der ist ja schon leicht lila. So. Ist was lila drin? Ja, eindeutig. Lila ist immer ein schlechtes Zeichen, oder immer so ein Zeichen, dass jetzt irgendwas passiert. Schlechte Zeichen gibt es nicht. Ja, jetzt haben wir eine ähnliche Anordnung wie vorhin, wo es da gefunkt hat. Allerdings ist unsere Kathode jetzt ein bisschen weiter drin. Also hier sieht man jetzt auch richtig was. Mach mal aus. Und mal abklemmen. Okay, jetzt sind wir wieder auf UKW. Ja. Aha. Alles klar. Also ist es doch in diesem untersten Bereich viel interessanter, als wie wenn da viel Licht da ist, sozusagen. Anscheinend. Da wird auf jeden Fall wesentlich mehr Strahlung emittiert oder elektromagnetisch. Hm. Kleines Quiz. Die LEDs hängen am Re-EMF-Charger dran, der mit Nickel-Cadmium-Akkus versorgt werden, insgesamt 58 Volt. Die sind jetzt ziemlich nieder und hier am Ausgang vom Re-EMF habe ich zur Kontrolle
ein Messgerät dran gemacht, was die Ampere misst. Das heißt, dieses Messgerät zeigt an, wie viel Ampere von den Batterien in meinen RMF reingehen. So. Und jetzt, Sir Kelvin, bitte startet das Gerät. Gut, also zunächst mal, wir haben jetzt zwischen Plus, also praktisch zwischen Wasser und Plus von der Stromversorgung hier noch so eine, was war das für eine Spule genau? Ach so, die habe ich damals hier nach der Anleitung von John Bedinis Skalarwellen erstellen. Mhm. Das sind zwei Ferritmagnete, Nord an Nord, glaube ich, aneinander gepappt oder Süd an Süd, jedenfalls gegenseitig aneinander gepoppt und dann hier eine Spule rundherum. Ja. Und ja, die haben wir jetzt einfach zwischen Wasser und Plus. Und dann haben wir praktisch an das Wasser noch einen Draht angeschlossen, also nur ein Draht. Es ist jetzt am Plus? Der ist jetzt am Wasser, wenn man so will. Der ist jetzt direkt am Wasser unten am Plus praktisch, ne? Von dem Ding, genau. Aber genau. Nicht direkt am Plus. Nicht direkt am Batterien. Sondern danach. Und das klemmt jetzt hier an den LEDs, allerdings ohne noch ein Minus dazu oder sonst was. Also wirklich hier nur ein. Eigentlich als Antenne gedacht, ne? Ja, und jetzt auch nichts geerdet oder sonst was. Und wenn wir hier das mal schwingen lassen. Werden die LEDs heller? Ja. Das ist ja schon mal das erste Verwunderliche, aber. Moment. Jetzt ist aus. Und ihr seht, wenn es an ist, zeigt das Ampermeter hier an, dass mehr Strom aus den Batterien in die LEDs gehen. Wie das? Das ist komisch. Raspberry Pi wird jetzt auch gerade eingerichtet. Und Kelvin, der braucht keine Maus oder Tastatur oder so ein Scheiß. Der geht das mit Krokoklemme. Der macht das einfach mit Krokoklemme. Okay, du wuselst dich hier durch die Menüs, ne? Ja, ich muss mal herausfinden. Naja. Das ist so heavy. Naja, wunderbar. Krass, jetzt steigen ganz schön Blasen von unten auf. EMF ein. Und jetzt mal wieder ausschalten. Aus. Jetzt ist er auf einer höheren Frequenz, ne? Ja. Jetzt ist es viel heller. Ich schalte mal noch mal kurz ein. Da tut sich nicht mehr ganz so viel. Blasen, wo seid ihr? Doch, ein paar sieht man, ne? Jawohl. Was ist das denn jetzt wieder? Aber ist jetzt auch richtig hell. Ob das wirklich Blasen sind. Was soll das dann sein? Sieht auf jeden Fall komisch aus. Und es steigt nach oben. Ja, wie so Blubberblasen in der Flüssigkeit, die nach oben steigen. Hier ist was los. Ja. Also eine schöne Lampe ist es schon mal, ne? Ja, wir haben 37 Grad haben wir jetzt. Also so geht's. So also geht richtig was auf Körpertemperatur sind wir schon mal. Das ist ja eigentlich auch wurscht. Da sind Niederblasen. Ja, und so. Das geht ins Leere, da ist jetzt kein Babbler dran, also ist kein Gegendruck dran. Okay, jetzt ein paar Minuten später, geschätzt 10 Minuten ungefähr, wa? Wir sind bei 56 Grad, ne? Ja. 56 Grad. So. Unten dran direkt ist der Messfühler. Ja, also der Tisch, der dürfte so ziemlich warm sein. Und keine Blasen mehr.
56, jetzt geht's runter wieder auf 55. Das Ostseebild der Sonne ist jetzt auch da. So verwaschen wie Kelvin dachte, ist es dann gar nicht. Nein. Ja, hier. Nee, falsche Richtung. Nach unten hat es größere Pulse als nach oben, oder? Kann man das so sagen? Die LEDs hängen jetzt auch dran. Und wenn du die LEDs abmachst? Dann nicht. Dann ist es gleich. Ja. Achso, und mit den LEDs ziehst du ja einfach nur die Back-EMF-Pulse raus, ne? Ja. Ja, über die Spule. Genau. Da haben sie wieder. Also so kann man hier auf jeden Fall schon. Aber ansonsten ist es relativ Wechselspannung, oder? Ja, auf jeden Fall. Da war wieder eine schöne Doppelblase. Also bei 500 kHz ungefähr ist es. Übrigens. Und 60 Grad Celsius. Ja. Da war wieder eine schöne. Was? Die sind immer noch schweineheiß. Und jetzt hängt nur die Batterie dran, kein ReMF. Jetzt sind die Feuer viel schöner. Oh, herrlich. Krass. Und das also nur mit Batterie. Mit Batterie ist die Frequenz ums Doppelte gestiegen. Im Gegensatz dazu, wo der ReMF dran war. Wir sind noch wieder bei 61 Volt jetzt teilweise. Roberts Geigerzähler zeigt jetzt nichts weiter an. 48 Ticks. Guck mal. Also das hat auf einmal 48 Ticks bekommen, ne? Ja, der aktualisiert immer. Ach so. Der zählt nicht in Echtzeit mit. Okay. Ich glaube, wie lange? 10 Sekunden? Oder irgendwie? Jetzt hat 1688. Ja gut, er zählt ja schon ein bisschen was. Aber was man halt auch dazu sagen muss, an der Spule... Ah, jetzt habe ich es verpasst. An der Spule macht er das auch, also schätzungsweise eventuell stört es da nur rein, das wissen wir eben noch nicht. Das ist jetzt hier die Frage an dich, Robert. Genau. Aber an der Spule macht das, aber ja, nicht so gut wie hier am Funke direkt. Hier am Funke direkt eindeutig besser. Ja. Aber gut. Jetzt tun wir es mal wieder hinstellen. Wir sind jetzt bei 53 Grad, man, das geht richtig schnell. Dann haben wir schon wieder 62 Volt. Ja. 54 Grad, okay. Ja. Schätzungsweise jetzt so 200-300 mA Stromaufnahme bei. Oh, es flammt ab! Jawohl! Hast du es gesehen? Da war es gewesen, ja. Jawohl! Das sammelt sich also doch unten am Grund. Das ist Gas, oder? Ich weiß auch nicht so richtig. Weil ihr habt es ja jetzt bewegt und das wird sich wahrscheinlich unten am Grund im Wasser abgesetzt. Aber doch, das leuchtet auch im Wasser, schau mal. Na. Dadurch, dass du das jetzt gekippt hast, sind wahrscheinlich die Blasen gekommen und die haben es dann entzündet. Also muss ja wahrscheinlich halt das Gas dann wahrscheinlich wirklich schwer sein. Warte mal. Es wird richtig milchig kurz bevor das zündet. Ja. Mal, erzähl. Oh, ja, ey, das sah gut aus. Oh, ja, guck mal. Krass. Noch nie gesehen. Hey, hallo nochmal, Robert. Grüß dich. Jo. Wir sind jetzt gerade ganz schön verblüfft hier. Also du baust echt effektive Sachen. Also dein Geigerzähler, der rennt noch wie Sau. Auch hier die Nierenklimmlampe ist noch da. Aber das Ding, mit was es betrieben wird, ist eigentlich aus. Also normalerweise leuchtet hier eine rote LED und das war vorher schon ziemlich nieder gewesen, als wir es angesteckt haben, vor Stunden. Ja. Und haben es seitdem laufen lassen. Tja, und dann irgendwann ist die LED hier ausgegangen. Lass mal erstmal die Spannung, die das Ding nachbekommt. 4,9 Volt. Gut. Also ist eigentlich noch ordentlich bei 4,9 Volt. Ist noch da, ja, aber wahrscheinlich. Mess mal die Akkus, die kannst du hier messen. Hier ist der Plus und hier unten ist der Minus. Hier ist der Minus. Ah ja. Na, die zwei Häkchen. Gucken, wo unsere Akkus sind. Ups. Bei 1,1 Volt. Okay, also bis 0,9 Volt steht in der Anleitung, kann das Ding hier runtergehen.
Ja, und das hält jetzt bestimmt noch Stunden, oder? Das würden wahrscheinlich noch Tage halten. Ja, übrigens, jetzt wird hier auch der richtige Wert angezeigt. Also das, was hier vorher angezeigt wurde, was wir hier gemessen haben, das war wohl noch völliger Überlauf oder sonst was von unserem Experiment da, vom Plasma-Reaktor. Also der hat dann wirklich ganz schöne Ticks reingehauen, ne, dieses Plasma-Ding. Ja, die Frage ist nur, ob es Radioaktivität wirklich ist oder ob es nur reinstört, weil es halt ein ziemlich starkes Feld ist. Ja, es ist ein ganz schön krasses EMP-Feld, was da kommt, ne? Moderne Forscher bei der Arbeit. Ja. Okay, also mit Sensodynen-Geigerzähler testen geht nicht. Bis jetzt noch nicht. Mal ging sie nicht. Und alles seit den Eierversuchen. Ja. Zeit des Frühlings. Ja. Es klappt alles. Ja. Wenn die Schrauben nicht aufgehen, was macht man dann? Richtet sich Schweißdraht fest und rausdrehen. Ich kann es mal genau zeigen, wie das dann aussieht. Wir wollen unseren Inverter wieder fit bekommen, um die schöne Sonne zu nutzen, die es gerade hat. Wir hatten hier, was waren das, irgendwelche Dreiecksschrauben? Dreikantschrauben, wo nichts reingepasst hat. Und da? Und da ist Kelvin auf die Idee gekommen, einfach mit einem Kondi und einem RMF-Charger kleines Schweißgerät zu basteln. Geht ganz gut, also die ist draußen. Und das funktioniert einwandfrei. Ja. Wollen wir es nochmal blitzen lassen, dass die sehen, wie das funktioniert? Wir haben noch zwei Schrauben. Die müssen ne? auch noch raus. Ne? Okay, ich tue mal das Stativ aufbasteln. Ja, gut. Na, ist schon wieder soweit. Jetzt ist er schon wieder voll. Da hat man vorhin wieder keinen richtigen Kontakt, wa? Ja, Moment. Ja, das ist immer so eine Sache. Richtigen Massekontakt beim Schweißen. Ja. Vielleicht dann nicht, aber warte mal. Vorhin haben wir auch mehrere Versuche gebraucht, ne? Ja. Jawoll. Nein, neben. Gut geklungen. Aber hat gut geklungen. Ja. Okay. Jo, ganz leer. Sehr schön, jetzt haben wir richtig Kontakt. Ja. Okay. Das sieht fest aus. Ja. Hat auch nicht geknallt, sondern eher so, ne? Geschweißt. Cool. So, okay. Erstmal gucken. Ja, das klären wir hier erstmal ab. Und dann. Klacks, es geht. Klasse. Ja. Selbstgebasteltes Schweißgerät aus Kondensator und Schweißdraht und 200 mA RMF-Charger. Ja. Sehr schön. Danke für die schöne Idee, Kelvin. Mhm. Bitte, bitte. Okay. Dann nochmal ein Belastungstest. Das sieht man aber auch, dass die hier schön verschweißt ist mit kleinen Schweißperlen. Richtig gut funktioniert. Und ne? Es biegt sich hier auch, bis sie dann weg ist. Ja. Also ich kann den Kelvin echt weiterempfehlen. Mein Quid-Tie-Inverter, der funktioniert jetzt wieder. Es war kein Beinchen mit mehr als drei. Kein Bauteil mit mehr als drei Beinchen kaputt gewesen, so rum. MOSFET war im Endeffekt kaputt, den haben wir jetzt gewechselt und er rennt wieder. Das heißt, im Garten kann ich den Strom jetzt endlich nutzen, der über die Solarpanels wieder kommt. Und auch das hier hat er richtig fein gebastelt. Das war eine Kiste, die ich vom Watzelsfritz mal bekommen habe. Zwei solche Kisten hat er mir mitgegeben, die standen die ganze Zeit hier rum. Und jetzt sind es die Netzteile fürs Küchenlicht, was vorher ganz dunkel gewesen ist, 8 Watt gezogen hat und jetzt viel heller ist und 6 Watt zieht. Gut. So, jetzt genug Werbung für den Kelvin gemacht. Weiter geht's. Wir müssen im Garten noch ein bisschen Sonne nutzen.
Jo, ich sitze hier gerade schön mit dem Kissen unten der Geigerzelle. Hier der Detektor. Im Anhänger drin. Von Bobs E-Bike. Ja.